Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir am Start in New England, Freunde. New England, das wird heute eine heiße Nummer, kann ich euch sagen. Denn ich stelle Lodge. Early Access startet quasi jetzt. Ich habe jetzt noch 45 Minuten Zeit, bis das Embargo geliftet wird. Heißt, wir haben 17.13 Uhr und 18 Uhr dürfen wir relativ Video hochladen. Werde ich zeitlich, glaube ich, nicht schaffen. Deshalb werden wir aber jetzt auf jeden Fall einfach die ersten 15 bis 20 Minuten Raw Gameplay zeigen, ohne Cuts, ohne alles, einfach rein hochladen, denn ich versuche dann ab 18 Uhr schon wieder gleichzeitig live zu sein, falls ihr Bock habt, noch mehr Entdeckungskontent von New England zu sehen, dann kommt auf jeden Fall nach dem Video oder während des Videos auch auf Twitch rüber, da bin ich nämlich zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Videos auf jeden Fall ebenfalls live. Und dann können wir uns da ein bisschen New England nochmal weiter angucken. New England, ich habe mir gerade schon mal hier meine Waffe angepasst, hier habe eingepackt ein bisschen. Ihr seht es natürlich hier, ne, ganz klar, die Kenner von euch erkennen direkt, was ich hier geplant hatte. AWP Asimov, ne, da ist sie doch, die allerechte. Die allerechte, da habe ich sie denn mir gemacht hier. Ich habe es eher jetzt eingeklatscht, ist aber egal. Wollte nur das hier testen, denn die Skins sind natürlich neu. Und dementsprechend habe ich hier mir eine Waffe angepasst. Ansonsten sehen wir hier mein Setup, was ich dabei habe. 300er Channing. Keine Magnum, den neuen Vorderer natürlich dabei hier, den werden wir vielleicht noch testen, Ranger 243 und Klasse 1, die Viran. Klasse 9 braucht man, glaube ich, nicht auf der Karte, deshalb habe ich mit der Waffe hoffentlich alles abgedeckt. Wie gesagt, wir werden nochmal in Detail so in den nächsten Tagen, übers Wochenende, sicherlich dann auch so Setup-Videos machen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt einfach irgendwas schnell eingepackt, was ich hoffe, was passt. Ich werde es gleich im Stream rausfinden, ob es passt oder nicht. Habe ein paar Call eingepackt von den Tieren, die auf der Karte sind. Und deshalb starten wir jetzt hier rein in die gute Olga und machen erstmal hier einen Blick auf die Map, würde ich sagen. Und ich würde sagen, der See sieht doch schon mal interessant aus als erster Anlaufpunkt. Wobei, ich glaube, wir gehen erstmal Richtung... Ja, ich würde schon eigentlich fast zu dem See da gehen. Ausguck können wir immer noch machen, ne? Wir biegen erstmal ab Richtung See. Ich habe ein Jagdhard ausgeblendet, das ist vielleicht auch nicht so smart. Jagdhard ausblenden, zack. So, dann sehen wir hier auch den Wind. Und dann sollten wir hier bereit sein. Und wir hören hier schon ein Vögelchen zwitschern, oder? Denn die Wachteln sind natürlich hier. Ja, Wachteln haben wir natürlich jetzt hier nichts dabei an Flinten. Heißt, die werden wir sicherlich nicht bejagen. Aber wir werden versuchen, hier andere Tiere zu finden. Hoffentlich am See vielleicht dann auch schon das erste Tier, was in der Trinkzelle ist. Ich weiß auch nicht, wann die Trinkzelle sind. Da schon mal hier ein dicker Elch, 620 Kilo. 8 Uhr gerade morgens. Ich hoffe, dass in der Morgenstunde irgendwas Trinkzeit hat in dem Ding. Werden wir natürlich auch alles noch rausfinden. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier erstmal erst Video Raw Gameplay hochladen, damit wir überhaupt noch einen Zoll da haben. War echt ein bisschen schwammig diesmal, muss ich sagen. Normalerweise haben sie immer so, keine Ahnung, so 2-3 Tage vor dem Embargo tatsächlich deine ganzen Zugänge rausgehauen, die ganzen Keys und so. Heute, ja, Stunde vorher, hier habt ihr und mach mal. Deshalb, ja, sorry, dass es ein bisschen gerusht quasi ist, das Video. Und wir quasi jetzt hier meine eigenen First Impressions sehen. Ich konnte mich jetzt auch nicht vorbereiten. Und wir jetzt vielleicht auch nicht so viele Tiere sehen wie sonst, wenn wir die Videos natürlich cutten. Dementsprechend werden wir das hier einfach jetzt so nehmen, wie es kommt. Und dann, wie gesagt, ab morgen die richtigen Videos. Ein bisschen mehr Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter und so fort. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr noch dabei sein wollt bei der Erkundung der Karte, dann gerne im Stream vorbeischauen. Denn dann werden wir das hier uns angucken. Alles sicherlich nicht, aber wir sehen hier schon mal ein grobes Layout. Flusslauf einmal hier ringsherum, einmal durch die Mitte und diverse kleine Seen. Ich bin sehr gespannt, wo hier zum Beispiel auch die Elch... Zonen dann sind, wo die Elche sich aufhalten. Wenn die auf der ganzen Map sind, vielleicht schwierig durch die Flüsse dann tatsächlich dann ein gutes Grind zu der Pizza bekommen. Denn der Great Van Elch ist natürlich auch mit dem Update dabei und bei meinem Glück wird der natürlich jetzt hier am ersten See direkt stehen. Da gehe ich doch mal schwer von aus, oder? Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Okay, vielleicht auch nicht, aber we will see. We will see. Habe ich mir hier nicht den See markiert? Ich müsste doch ein See sein, oder nicht? Ah, da hinten. Aber der See ist ganz schön bewachsen, wie wir sehen. Ich würde natürlich hier ganz gerne tatsächlich wirklich versuchen, den Vorderlader mal zu testen. Ich muss gucken, wie wir den geladen haben. Haben wir tatsächlich. Klasse 4 bis 8 natürlich. Dementsprechend für die Elche, Weißwedel, Bären und so alles, was hier auf der Karte an Großwild vorkommt, eigentlich zulässig. Wir hören schon die Enten auf jeden Fall schnattern. Auch die ganze Zaunkulisse. Man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Welche Soundkulisse kommt wirklich von den Tieren auf der Karte und welche ist jetzt hier
nur Ambient Sound. Ja, vorhin hören wir manchmal Stockenten. Ja gut, da haben wir natürlich jetzt hier auch keine Flinte dabei. Ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht am See vielleicht echt was sehen an großen Tieren. Da hinten ist irgend so ein Hase, ne, auf der Wiese. Man sieht da so ein Häschen hoppeln. Den können wir rein theoretisch schießen. Weil für den Hasen habe ich auf jeden Fall die Virant dabei. Cottontail Rabbit ist ja mit am Start. Ansonsten sehen wir hier, glaube ich, tatsächlich nichts von den großen Tieren. Heißt, ich bin sehr gespannt, wie das hier... Mal selber zwischen den Büschen laufen sehen. Wie sich das hier verhält mit großen Tieren, kleinen Tieren und so weiter. Wie die Mischung hier ist, ne? Denn in den Streams haben sie gesagt, ist tatsächlich so eine... Also eine Mischung irgendwie aus allem. Und die Jagdstile sind hier sehr unterschiedlich, was natürlich auch hier schon für die Masse der Tiere spricht, ne? Wir haben die Wachteln, die Enten, wo vielleicht die Flinte wahrscheinlich besser wäre. Wir haben auch mehrere Entenarten, glaube ich, ne? Wir haben natürlich den Hasen, wir haben den Waschbär, der hier auch ist, wo dann auch Virant vielleicht gut ist. Wir haben zwei Fuchsarten und da sind auch schon mal die ersten Weißwedel. Und Weißwedel, die haben wir in letzter Zeit oft gejagt. Heute noch das Video online gekommen, könnt auch noch gucken. 23 Diamant Weißwedel, potenzielle Diamant-Weißwedel in einer Folge. Crazy. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall auch noch abchecken. Ich versuche die mal zu callen, denn wir versuchen die natürlich jetzt hier mal mit dem Vorderlader zu schießen. Denn der Vorderlader ist neue Waffe. Dementsprechend möchte ich die natürlich testen. Da kommt schon mal ein 1er-Weißwedel und in weiser Voraussicht werden wir den natürlich nicht schießen, oder? Es sei denn, wobei ich werde den Progress wahrscheinlich eh nicht behalten von der Karte hier. Insofern spiele ich so natürlich nicht behalten. Aber ich glaube, da vorne kommt ein anderer männlicher. Den können wir nehmen. Aber so der erste Eindruck hier von der Karte. Also optisch auf jeden Fall richtig gut. Ich muss sagen, die Wälder sind tatsächlich sehr dicht, muss ich gestehen. Hätte ich nicht gedacht. Wir gucken mal eben hier. Nullen können wir den auf 150 bis 75 Meter. Den Vorderlader heißt, allzu weit schießen tut er nicht. Also kein Ersatz zum Beispiel für die 300. 300 habe ich jetzt mitgenommen für den Elch. Denn das macht natürlich da durchaus auch Sinn. Die Frage ist, wo ist der andere? Da oben ist der andere männliche, aber ist auch ein Einser. Jetzt, ich bin schon wieder in dem Modus drin, dass ich die Einser nicht schießen will. Ja, ist aber egal, wir schießen jetzt einfach, um zu gucken, wie die Kanone hier wirkt. Eigentlich schon gerade schön breit, da hätten wir eigentlich einen ganz guten Schuss drauf bekommen. Ja. So wird das nämlich hier nichts. Da unten, wir schießen vielleicht einfach den weiblichen hier. Und nehmen den ersten hier mit. Da knallt es ordentlich, da raucht es ordentlich. Und das erste Tier in New England ist erlegt. Nämlich hier der weibliche Weißwedelhirsch. Und da haben wir auch schon die Wirkung gesehen. Vorderlader haben wir ja letztes Mal auch schon gespielt, die Woche auf Pekaris. Richtig, richtig Bums. Und hier mit dem modernen Visier natürlich auch umso besser. Kann man natürlich auch da Nachtvisier drauf machen und so weiter und so fort. Richtig gut. Und auch hier der neue Harvest Screen, den wir haben, ist natürlich auch richtig nice. Denn wir können jetzt hier einfach auf I gehen und dann das Tier untersuchen. Wir können ranzoomen, rauszoomen. Gerade für das Thumbnail erstellen natürlich immer ganz geil. Hier einen neuen Röntgenblick, den wir da sehen, der auch ein bisschen cleaner ist. Verschieben können wir hier irgendwie. Kann ich irgendwie drehen? Weil ich kriege die Drehung hier nicht. Diese. Warte mal, zurücksetzen müssen wir wahrscheinlich, oder? Geht das irgendwo? An sich zurücksetzen ist hier. Ah, guck mal. Nicht so ganz easy, den gerade. Ich würde den jetzt gerne hinten. Wie kriege ich den jetzt hier wieder gerade gedreht so? Junge. Bisschen Steuerung, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wahrscheinlich müssen wir dann hier die ganze Zeit so ran, ne? Mir fehlt. Ah, okay, wir können hier pennen. Das hat mir gefehlt gerade. Das hat mir gerade gefehlt, dass wir ein bisschen die Kamera pennen können. Sehr gut. Ja, geil. Okay. Wollte ich nochmal abchecken. Sehr gut, und dann können wir hier per... Oh, hier gibt es gar nicht mehr den Dings hier, ne? Wir können mit Enter annehmen. Hier unten einfach neue Button. Hier die beiden Button, die fehlen quasi. Hier ausstopfen. Können wir auch mit Hotkey alle machen. Enter. Und dann haben wir hier die neue Meldung, dass wir nicht aufbewahrt ist. Die werden wir nicht mehr anzeigen in Zukunft. Aber für Leute, die vielleicht noch nicht so vertraut mit dem Spiel sind, interessante neue Meldung. So, haben wir den Hasen da drüben noch oder was? Ist der noch da? Den will ich ihn auch noch schießen. Aber ich glaube, der ist weg, ne? Ich glaube, der ist weg. Heißt, wir machen uns hier weiter auf den Weg. Checken vielleicht mal aus, ob wir hier von den Weißwedeln ein Gebiet haben am See. Oder aber nicht. Denn das würde uns schon mal Ausschuss auf die Trinkzeit geben.
Die haben wir hier aber noch nicht am Start. Bin sehr gespannt, auch wenn wir den Fluss dann hier erkunden, natürlich. Was wir da alles entdecken entlang des Flusslaufes. Da wird ja auch, denke ich mal, eine Menge los sein. Gerade so die Flussläufe eigentlich immer ganz gute Anhaltspunkte, wo man dann immer ein bisschen was finden kann an Tieren. Und da bin ich auch sehr gespannt, wenn wir die ersten Füchse sehen. Die neuen, gerade die Rotfüchse, die haben ja auch ihr fluffiges neues Fell bekommen. Hier sehen wir auch schon wieder eine Hasenfährte. Weiß wer hier, welcher Hase ist das hier nochmal hier? Von Terry Rabbit auf Englisch, aber was ist der Deutsche? Jetzt kann ich den nicht mehr tracken oder was? Doch da. Ah, das Florida Waldkaninchen. Guck hier. Sind wir hier in Florida oder was? Ich dachte, die gibt es nur in Florida. I don't know, man. Wir gibt es die auch in New England. Ich kenne mich da nicht aus mit der Population. Aber in Florida sind wir hier logischerweise nicht. Aber scheint wohl das gleiche Tierchen zu sein oder wieder Deutsche. Aber Übersetzungsfehler. Wer weiß, wer weiß. Wir gehen jetzt hier weiter. Aber auch schön, die Farben hier sind schön, ne? Aber auch schon, wenn ich hier so reingucke, schon dicht bewachsen. Zumindest hier diese Flachlandregion. Ist echt nicht so übersichtlich. Aber da oben, da hören wir den Elch rufen. Und der Elch, der hat natürlich auch ein Update bekommen mit dem neuen Fell. Mit dem neuen Fell sieht jetzt noch fluffiger aus auch. Deshalb würde ich den natürlich gerne jetzt erlegen. Dass wir den uns vielleicht angucken können. Versuchen wir den zu callen. Und der hat auch neue Sounds bekommen, glaube ich, ne? Endliche neue Sounds. Und kann jetzt aggressiv werden. Also nicht mehr das kleine Dummerchen, was vor uns steht. Sondern tatsächlich einer, der jetzt hier auch in die Offensive gehen kann. Und da vorne hören wir auch schon tatsächlich Wuchs. Da einer von den neuen Elch-Sounds. Ohne Witz. Elch-Sounds finde ich auch richtig gut, die neuen. Da muss ich sagen, die finde ich gut. Ich call mal hier gerade den Fuchs, weil vielleicht sehen wir den auch. Aber ich würde natürlich lieben gern den Elch zuerst erlegen. Wenn wir den denn hier auf die Bretter schicken können. Fuchs jagt hier, glaube ich, in dem Gebiet eh ein bisschen schwierig. Würde ich behaupten. Ah, okay. Wir hören den weiblichen Elch da weiter vorne. Brummt, schreit dran. Vielleicht können wir den auch dann mit dem... Oh, da vorne sehen wir einen. Hat sich mit dem Vorderrad erlegen, ne? Sind schon close dran. Die neuen Elch. Guck mal, ob ich die männlichen hier sehe. Aber die werden hier wahrscheinlich gleich abspringen, ne? Oder hinten kommt der männliche. Oh, er ist aggressiv, siehst du? Er ist schon aggressiv. Da haben wir's. Das erste Mal, dass wir so einen Elch hier im aggressiven Modus haben. Wo ist der denn hin? Wo ist der denn hin? Habe ich ihn getroffen? Warum sehe ich denn von dem keine Fährten? Hund, haben wir den erwischt? Er greift mich auf jeden Fall nicht nochmal an. So viel steht mal fest. Aber da ist er gewesen. Das erste Mal aggressiver Elch. Ah, der muss ich doch getroffen haben, oder nicht? Hund? Der Hund macht auch einfach gar nichts, ne? Er hat auch keine Fährten. Schon mal erst einen Bug hier gefunden, oder was? Perfekt, ey. Oder bin ich hier weggeflogen? Ach, guck mal hier. Hier ist doch die Fährte. Ah, aber die war gerade nicht zu sehen, oder? Ich hab's nur nicht gesehen. I don't know. Der Hund ist aber buggy, oder? Hund? Hat irgendwas machen? Okay. Er macht nichts. Aber den Elch haben wir anscheinend getroffen. Und hier ist die Schweißfährte. Da gucken wir jetzt mal, dass wir da jetzt hier irgendwie die Richtung finden, in die der geflohen ist. Scheint in der Richtung unterwegs gewesen zu sein. So ist es. Nachgeladen haben wir, oder? Nicht, dass er gleich wieder vor mir steht. Hat aber Lungentreffer bekommen. Und jetzt gucken wir mal, wie die Wirkung hier ist. War sehr niedriger Blutungsgrad, ne? Ob der überhaupt verendet? Ja, doch. Er ist verendet auf jeden Fall. Aber niedriger Blutungsgrad. Dementsprechend aus nächster Distanz. Boah, müssen wir mal gucken, was wir da getroffen haben. Erstaunt mich fast ein bisschen, dass wir den nicht komplett gelegt haben. Aber wir haben schon mal den ersten Angriff gesehen. Direkt der erste Elch hier, dem wir über den Weg laufen. Und direkt der erste hier ist tatsächlich schon aggressiv geworden.
Aber ich gespannt, das kann was werden hier mit der Elchjagd. Das kann was werden mit der Elchjagd. Komm, einmal hier bei den Stock und Stein bitte. Danke. So, aber ohne Witz, lange Fluchtdistanz, ne? Davon liegt aber tatsächlich dann am Baum. Und damit haben wir hier dann den ersten Elch auch erlegt. Mit dem neuen Fluffy Fell. Da sehen wir es hier nochmal aus der Nähe. Sieht ganz geil aus. Wir gucken, was wir tatsächlich getroffen haben, ey. Denn das kann ja nicht sein, ne? Das kann ja nicht sein, dass der uns hier fast über den Haufen rennt. Wir haben tatsächlich, ja, Lunge getroffen. Aber wir sehen schon, der durchaus 9 Meter. Auch echt nicht so wild, ne? Spitz vorne drauf auf den Knochen. Und dann sind wir halt nicht mehr so krass drin, dass wir den hier hätten geil erlegen können. Welche Taste war das hier nochmal? So, können wir noch näher ran? Ah, näher kommen wir nicht ran, ne? Ein bisschen schade, ich würde gerne noch näher rankommen. Gerne noch ein bisschen näher. Aber sonst sieht es auf jeden Fall schon ganz geil aus hier. Mit diesem neuen Screen. Richtig, richtig stark. Sieht richtig gut aus. Kann ich nämlich noch ein bisschen close? Näher kommen wir nicht, ne? Näher kommen wir nicht. Okay, was soll's. Dann nehmen wir den mal eben an hier. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns hier das Futtergebiet noch fix an, was wir da haben. Und beenden dann für hier auch schon die erste Folge. Denn wie gesagt, 18 Uhr, ich habe so eine halbe Stunde Zeit, das Video zu rendern und hochzuladen. Und dann noch den Stream zu starten. 18 Uhr ist dann Embargo Ende. Also ich hoffe, ich schaffe es pünktlich. Kann sein, dass es viele Stunden später wird, halbe Stunde später. Aber I try my best, dass es pünktlich kommt. Wir haben es gesehen. Vor der Lade hat es einmal geschossen, Weißwedel und den ersten Eichangriff erlebt. Also die ersten Einblicke sind gemacht. Die nächsten Tage geht es dann weiter. Checkt gerne Twitch aus, kommt darüber, da werden wir gleich weiter zocken. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben abonnieren nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.